So, das ist also unsere schöne Laguna. Und ich wollte in dem Video einfach mal zeigen, wie der Motor sich so anhört. Und der Wagen ist jetzt komplett kalt. Ich starte ihn einfach mal. So, also mache ich mal das Radio aus. Also man sieht, es ist komplett kalt. Heute noch gar nicht gefahren. Fahre ich mal ein bisschen. Okay. Also das Display vom Navi funktioniert. Das ist jetzt hier nur wegen der Kameraaufnahme so. So, ich habe mal kurz Pause gemacht an der roten Ampel, das Video ein bisschen kürzer zu machen. Ist auch ein Stückchen zu fahren bis zur Autobahn. Da mache ich gleich nochmal Pause, denke ich. Der Wagen ist an sich in Ordnung, es ist auch nicht besonders störend, nur im niedrigeren Drehzahlbereich. Was macht der jetzt da? Wenn man jetzt vom Gas geht. Sollte er das vielleicht vorher einfach mal wissen. Mache ich jetzt nochmal Pause. So, jetzt kommt hier nochmal so ein Stück 30. Da merkt man das dann ein bisschen stärker. Ne? Jetzt sind wir hier bei einer niedrigen Drehzahl. Also im Prinzip passiert das immer nur, wenn ich vom Gas gehe und er so bei 1100 Umdrehungen ist. Ansonsten klingt der halt ganz normal. Es ist eben Diesel. Nur bei, ja, wenn ich ihn jetzt bei dieser Drehzahl halte, dann merkt man das Vibrieren halt ein bisschen stärker im Innenraum. Aber ansonsten, man merkt es, die Automatik, oder man merkt sie nicht, schaltet alles butterweich. Funktioniert alles einwandfrei. Jetzt müssen wir noch mal eine Ampel warten, dann mache ich noch mal kurz Pause und dann fahren wir auf die Autobahn. So, jetzt geht es hier auf die Autobahn. Mal links rum. Viel los im Ruhrgebiet, wie immer. So. Naja, Gas geben können wir auch nicht wirklich hier. Naja, ist ja auch noch ein bisschen kalt, der Motor. Ist jetzt auch nicht übertreiben. Aber auf der Autobahn ganz entspannt. Ja, ist, meiner Meinung nach ist es auch ein Autobahnfahrzeug. Ich habe ihn auch viel auf der Autobahn benutzt. Und naja, so, jetzt fahre ich mal wieder zurück, würde ich sagen.
wenn man jetzt hier abfährt, die Drehzahl geht runter. Stärkeres Vibrieren zu spüren, zu hören. Aber wie gesagt, der Wagen ist jetzt auch noch kalt. Man sieht es, also Temperatur ist immer noch niedrig. Es wird besser bei steigender Temperatur. Stehen wir ja an der Ampel. Ja, ich hoffe, man kann es hören auf dem Video. Es ist nun mal ein Renault. Geil, Mercedes E-Klasse, aber von der Ausstattung her kommt das schon nah dran. Ne? Also, was haben wir hier alles? Sitzheizung ist hier. Alles elektrische Fensterheber, Tempomat, automatisches Licht. Automatischer Regensensor hier für Scheibenwischer, Klimaautomatik, ja, Bordcomputer. Kann man noch mal durch. Das war jetzt hier hauptsächlich Stadt zuletzt. Da braucht er so 7 Liter. Kann man natürlich jetzt auch mal gucken. Jetzt hier auf der Autobahn gleich fahren. Und das ist der Kilometerstand. 117,5 ziemlich genau. Ah, der sagt einem auch an, er hat ja diese Chipkarte Keyless Go. Offenbar muss ich die Batterie wechseln. Ne? Kam jetzt aber gerade neu die Meldung. Ich gehe mal davon aus, dass die noch ein paar Monate halten wird. Kann man sehr leicht wechseln, ist nur eine Knopfzelle drin, habe ich auch schon bei einer der Karten gemacht. Sind 2 Chipkarten natürlich dabei. So, schauen wir uns mal den Verbrauch an. Klar, wenn man auffährt, momentan Verbrauch ziemlich hoch. Da gleich schon wieder runter. Aber klar, wenn man jetzt hier so mit 80 herfliegt, wie wir das jetzt machen, dann ist der Verbrauch natürlich sehr, sehr gering. Also man kann ihn auf der Autobahn auf jeden Fall auch unter 6 Litern fahren. Natürlich immer abhängig vom Fahrstil. Jo, ja, das Navi ist auch super, muss man sagen. Karten kann man günstiger bei eBay kaufen. Da ist einfach hier so ein SD-Kartenslot. Einfach reinschieben, fertig. Blitzer sind da auch mit drauf. Zwar nicht alle, aber die festen. Und ja, was soll man noch sagen? Schönes Auto. Ja, vielleicht noch eine interessante Sache. Also der Wagen hat ja eigentlich keinen Bluetooth, aber es gibt hier so eine Schnittstelle in der Mittelkonsole. Und da habe ich einen Bluetooth-Adapter angeschlossen. Und mit dem kann man dann auch das Handy verbinden zum Musik hören, Spotify und so weiter. Ist also dann auch kein Problem. So, jetzt sind wir schon fast wieder zurück. War ja nur ein kleiner Ausflug. Hier der schöne Kanal nochmal. Ja. Also, der Wagen ist noch nicht wirklich warm. Kühlwasser ist warm jetzt. Aber bis das Öl warm ist, das dauert natürlich auch noch mal ein bisschen länger. Und so, die kleine Fahrt ist jetzt vorbei. Zeige ich das Auto noch mal von außen. Sehen wir aus hier. Dann ja. So sieht der aus, der gute Laguna. Ja, Keyless Go, sag ich ja, wenn man aussteigt, macht er automatisch zu. So geht er dann wieder auf, einfach reingreifen. Hinten Scheiben getönt, genug Platz für Kindersitz etc.
Kofferraum. Ja, schönes Feature, man kann direkt von hier hinten Sitz umklappen. Dauert nur 3 Sekunden. Und genauso schnell kriegt man auch wieder hochgeklappt. Ja, das soll es gewesen sein.